dass ihr wieder da seid heute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe heute meinen zweiten Interviewgast bei mir. Die Rebecca ist bei mir, Hochzeitssängerin und Traurednerin. Viel Spaß! So, Rebecca ist bei mir. Rebecca, magst du dich selbst mal gerne vorstellen, was du so machst? Ja, woher kommst du? Wer bist du? Ja, hallo liebe Judith, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam hier sitzen. Ja, mein Name ist Rebecca, ich bin aus Stuttgart und ich bin Wedding Storyteller oder Traurednerin, Hochzeitsrednerin und Sängerin vor allem. Genau. Okay, du bist Hochzeitssängerin und Traurednerin, heißt, was hast du zuerst gemacht oder machst du jetzt schon alles gleich lang? Wie ist da so die Verbindung? Genau, also ich habe angefangen mit Gesang und Gesang begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben an. Von klein auf habe ich gesungen, entweder im Schulchor oder in einer Band viele Jahre lang und dann hat sich das einfach verselbstständigt irgendwann und beim Gesang ist es immer geblieben und irgendwann kam jetzt vor 4 Jahren einfach die Traureden dazu, weil man sich halt in diesem Hochzeitsgeschäft natürlich sehr bewegt und ich habe für mich festgestellt, dass mir das unglaublich viel Spaß machen würde und habe mich dann damit eingehend beschäftigt und einen Weg gefunden, wie ich das eben auch anbieten kann. Okay, du vereinst beides, das ist sehr gut und du machst auch nur das, ausschließlich das. Du bist selbstständig mit diesen 2 Punkten? Genau. Okay, genau. Seit wann? Ich bin jetzt 100% selbstständig, ab ganz aktuell, 1.4. diesen Jahres. Davor habe ich mir dieses Nebenbusiness aufgebaut und hatte immer noch einen Teilzeitjob, einfach so die Sicherheit, so ein bisschen diese Versicherungen, dieses soziale Netz, was man eben da hat. Aber habe für mich einfach entschieden, dass ich jetzt all meine Energie in das legen möchte, was ich einfach so sehr liebe. Und stelle ich mir wahrscheinlich wahnsinnig hart vor, diesen Schritt auch zu gehen oder so mutig zu sein, zu sagen, hey, ich mache jetzt nur das, ich gehe vielleicht auch ein gewisses finanzielles Risiko ein. Gab es da für dich irgendwie Zweifel dran und hast du gesagt, boah, eigentlich traue ich mich das jetzt doch nicht und wann war dann der Punkt, wo du sagst, nee, ich muss das ganz machen? Ich habe mich eigentlich mein ganzes Leben damit beschäftigt, genau an diesen Punkt zu kommen, wo ich jetzt stehe. Also mein Traum war es immer, mit Musik Geld zu verdienen. Ich habe mir mein Ziel gesetzt, mit 40 wollte ich nicht mehr diesen Job ausüben, den ich gelernt habe. Was hast du gelernt? Ich habe Arzthelferin gelernt und habe die letzten 14 Jahre mit einer kurzen Unterbrechung in der Anästhesie gearbeitet. Vor allem in Teilzeit und habe mir dieses Business über die vielen Jahre einfach aufgebaut, weil das schon immer mein Ziel war. Also ich wollte eigentlich noch nie woanders hin, wie da, wo ich jetzt bin. Und so hat sich das halt eben entwickelt und deswegen habe ich so peu à peu eben geschaut, wo kann ich aufbauen, habe dann irgendwann angefangen, eine Webseite aufzubauen, mein eigenes Business, mein eigenes Netzwerk aufzubauen. Das hat natürlich ein bisschen gedauert und so lange hatte ich eben diesen Teilzeitjob. Aber dass ich letztendlich jetzt Angst hatte, diesen Schritt zu gehen, hatte ich nicht, weil ich darauf hingearbeitet habe, schon davor. Also ich habe mir dieses Netz, was ich jetzt benötige, schon aufgebaut, damit ich jetzt die nächsten 1-2 Jahre ganz entspannt einfach mein Business verfolgen kann. Und dann werde ich sehen, ob es weiterhin noch so gut funktioniert oder ob ich wieder in der Anästhesie arbeiten muss. Okay, sehr gut. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Was ist deine Ausbildung? Weil du sagst, es war immer der Plan für dich, von Musik ja auch zu leben. Was hast du an Ausbildungen hinter dir? Also ich bin tatsächlich gelernte Arzthelferin. Das habe ich dann nach meiner Schule gemacht. Aber gesungen habe ich da schon immer. Also ich war schon immer als Sängerin unterwegs und aktiv, aber halt immer nur nebenher. Und habe dann nach meiner Ausbildung natürlich weiter in diesem Beruf gearbeitet und habe immer nebenbei versucht, mich auszuprobieren in anderen Dingen. Mhm. Mir war nie ganz klar, dass man tatsächlich mit Musik auch Geld verdienen kann, zumindest gutes Geld verdienen kann. Da war mein Mindset immer so ein bisschen begrenzt. Ich dachte, klar, Musik ist cool, ist bestimmt auch gebucht, aber damit kann man nie viel Geld verdienen. Und im Zuge der Zeit wurde das halt immer mehr und ich habe einfach gesehen, oh, der Bedarf ist da und natürlich kann man damit Geld verdienen. Mhm. Und so hat sich dann das eine zum anderen entwickelt und ich habe deswegen auch eigentlich schon, seit ich denken kann, immer nur Teilzeit gearbeitet, weil ich
entweder anderen Nebenbeschäftigungen nachgegangen bin. Ich habe mich da also auch gesucht und in Promotion, ein bisschen Gastronomie, das ist auch eigentlich, was ich sehr, sehr gerne mag. Aber gesungen habe ich immer und habe dann einfach gemerkt, dass man darauf doch auch ganz gut aufbauen kann und auch Geld verdienen kann. Aber du hast keinen klassischen Weg des Studiums hinter dir. Du hast weder Musik studiert noch irgendwie eine Berufsfachschule. Du hattest wahrscheinlich Unterricht auch, aber genau. Das war es dann auch. Genau, ne? Das war's. Ich habe dann, natürlich wollte ich dieses Ziel verfolgen und mit dem Gedanken hatte ich schon auch gespielt, aber finanziell war das für mich immer nie möglich. Aber es heißt ja, dass man nicht unbedingt, wenn man was machen möchte, immer eine Ausbildung benötigt. Wobei es natürlich ganz, ganz viele Vorteile hat, aber für mich, ich habe natürlich angefangen, dann Gesangsunterricht zu nehmen. Jahrelang mache ich bis heute noch. Ich gehe auch regelmäßig zu einer Logopädin, also ich betreibe Stimmhygiene und ich glaube, damit, das sprichst du mir zu, damit kann man nie aufhören, das muss man immer betreiben. Aber ein Studium oder eine Ausbildung für Gesang habe ich nicht, nein. Ich habe mich da selber weiterentwickelt, indem ich gelesen habe, gehört habe oder eben bei Vocal Coaches war. Ist bestimmt auch ein ganz wichtiger Punkt auch für viele hier, weil viele denken, entweder man muss dieses Studium machen, um da wirklich arbeiten zu können in dem Bereich, und andere sagen, hey, ach, ich mache jetzt einfach mal, und dann haben sie aber vielleicht nicht den Mut zu sagen, hey, ich gehe jetzt voll, ich setze alles auf eine Karte, und das hast du ja im Endeffekt gehabt, obwohl du nicht einen klassischen Weg des Studiums gegangen bist. Das heißt, du würdest jeden ermutigen, machen, 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 auch wenn die Ängste da sind. Ja, ich würde das auf jeden Fall unterstreichen, auch wenn man keine Ausbildung hat, den Weg zu gehen, den man möchte. Weil wenn man spürt, dass das einen glücklich macht und wenn man sowas intrinsisch in sich hat, dass man mit dem erfolgreich sein möchte, dann wird man mit dem erfolgreich. Okay. Natürlich hat es bei mir auch etwas länger gedauert und mit dem heutigen Wissensstand hätte ich vielleicht etwas früher angefangen. Aber für mich war das nie eine Barriere zu sagen, okay, ich habe den Beruf nicht gelernt, des Vocal Coaches, oder ich habe Gesang nicht studiert, deswegen kann ich keine Sängerin sein. Mhm. Ich glaube, dass das natürlich unheimlich gut ist, wenn man ganz viel Wissen noch dafür hat, aber dieses Wissen kann man sich auch aneignen, wenn man diesen Weg eben gehen möchte. Und ich habe mir großes Wissen angeeignet, ich bin diesen Weg gegangen, ohne es studiert zu haben. Und ich kann das nur bestätigen, dass das keine Barriere ist, das nicht zu tun, was man liebt. Das heißt, auch so ein Thema wie Selbstzweifel beschäftigt dich dann auch wenig wahrscheinlich, oder? Also heute. Heute beschäftigt es dich mehr als früher? Nee, heute beschäftigt es mich weniger. Früher. Heute, okay. Genau. Okay, also das heißt, du bist einfach so gefestigt in dem, was du tust, dass du sagst, ich weiß, ich kann das und deswegen ziehe ich das durch. Genau. Also früher natürlich hatte ich ganz viele Selbstzweifel, so ein bisschen, schaffe ich das, kann man damit Geld verdienen, bin ich gut genug, ich habe nicht studiert, was werden die Leute denken, nehmen die mich überhaupt wahr? Aber ich habe einfach gemerkt, umso mehr ich gesungen habe, bekommst du ja auch immer Feedback. Und das ist ja das Schöne an unserem Beruf. Also wenn du im Büro sitzt oder jetzt ich als Anästhesieschwester, meine Patienten schlafen, da bekommst du kein genaues, direktes Feedback. Aber wir bekommen direktes Feedback. Und zwar in diesem Moment, wo wir singen, sehen wir die Emotionen in den Augen oder in den Gesichtern der Menschen. Und dieses direkte Feedback einfach hat mich bestätigt in dem, was ich tue. Schön. Und somit habe ich meine Selbstzweifel irgendwie ad acta gelegt, weil ich genau was anderes bestätigt bekommen habe, als was ich von mir gedacht habe, dass ich nicht gut genug bin oder dass meine Stimme nicht ausreichend ist. Sicherlich ist es Geschmackssache, ich entspreche ganz bestimmt nicht jedem, ne? Also wahrscheinlich gibt es genug Menschen, die sagen, nee, die Stimme, die mag ich gar nicht. Aber es spricht dennoch genügend Menschen an, dass ich jetzt sagen kann, es ist mein Hauptjob. Und das hast du ja immer, gerade in der Musik, ne? Da, jeder ist mal, einer singt so, der andere hat eine rockigere Stimme, der andere eine mehr engelsgleich. Das hast du immer, genau, absolut. Ja. Das heißt, auch Konkurrenz, wie gehst du damit um? Weil wir sind jetzt beim Thema, die eine singt vielleicht ein größeres Volumen oder hat eine rockige Stimme. Wie gehst du mit Konkurrenz um? Also, das klingt vielleicht immer ein bisschen dekadent, aber meine Einstellung ist dazu eine ganz, ganz klare Einstellung. Es gibt für mich keine Konkurrenz und ich bin weder für andere eine Konkurrenz, noch sind andere für mich Konkurrenz. Weil in meinem Mindset, und ich lebe das, dass jeder ein Individuum ist. Und da sind wir wieder bei diesen Unterschieden, der eine mag das, der andere mag das. Deswegen, das, was ich
gebe, das mögen so und so viele Menschen und das, was die Kollegen gibt, das mögen eben die anderen und die werden mich nicht mögen. Mhm. Also ich denke, dass jeder am Markt seine Positionierung hat, dass er sie verdient hat, dass er seine Daseinsberechtigung hat und für mich gibt es keine Konkurrenz, weil mich gibt es nur einmal. In vielen Augen ist es wahrscheinlich so sehr dekadent oder auch die Menschen denken vielleicht, oh, das ist aber sehr eingebildet. Oder wie auch immer. Nee. Aber ich sehe das ganz klar so, für mich gibt es keine Konkurrenz. Und ich glaube, umso enger wir zusammenarbeiten in diesem Business, umso mehr können wir voneinander profitieren. In diesem Business gibt es unglaublich viel Menschen, die so denken, die einem das nicht gönnen. Und das musste ich selber schon erfahren und auch andere haben das schon erfahren. Das ist leider in diesem Business so. Ich finde es unglaublich schade, weil ich glaube, wir könnten viel mehr erreichen, wenn wir anders denken würden. Mhm. Also ich gehe mit Konkurrenz, es gibt für dieses Wort Konkurrenz gibt es eigentlich für mich in meinem Sprachgebrauch gar nicht. Für mich sind das alles meine Kollegen. Mhm. Meine Kollegen, so kann man es genau ausdrücken. Genau, also Zusammenarbeit ist hier eigentlich auch wahnsinnig wichtig und ja. Gutes Stichwort, wie kommst du an deine, oder wie hast du deine Kollegen auch kennengelernt? Also jetzt, wenn man mal von einer Trauung ausgeht, man kann ja dich auch alleine als auch mit Kollegen buchen. Wie sind deine musikalischen Kontakte entstanden? Ja, natürlich ganz viel durch Social Media, das muss man ganz klar sagen. Früher gab es kein Facebook, kein Instagram, kein YouTube und über Social Media, aber natürlich auch, Musiker untereinander finden sich immer mal wieder. Früher gab es auch mehr Live-Musik und dann bist du halt mal da gewesen, hast mal jemanden kennengelernt oder du kanntest halt den einen Pianist oder den einen Sänger und dann hat sich halt dieses Netzwerk aufgebaut. Das kennst du ja auch aus deiner Arbeit. Und so hat man dann auch Kolleginnen kennengelernt, weil vielleicht da mal in der Band jemand ausgefallen ist, wo du eingesprungen bist oder halt über die Social Media hast du einfach gesehen, ah, okay, da gibt es noch die Sängerin, da gibt es noch die Sängerin. Dann hast du angefangen, deine eigene Homepage zu bauen, dann hast du gesehen, ah, da gibt es auch noch Kolleginnen. Dann hast du sie mal getroffen oder zumindest mal geschrieben oder telefoniert und so ist das über die Jahre einfach entstanden, dass du vor allem über die Social Media Kanäle, dass man sich da kennengelernt hat, aber auch natürlich in echt. Also das ist auch dein Tipp, den würdest du auch geben, jungen Sängerinnen, seid gut aufgestellt, was euer Online-Business angeht oder euer Online-Auftritt, das ist sehr wichtig, aber auch Mundpropaganda, ne? Absolut. Also ohne eine funktionierende Webseite, Social Media, Facebook, Instagram, YouTube, ist es, glaube ich, nicht möglich, sich so zu positionieren und so viel Geld zu verdienen, dass man sagen kann, ich bin selbstständig. Mhm. Also ich habe das ja auch lange ohne gemacht, da ging es wirklich nur Mund-zu-Mund-Propaganda, da hatte ich vielleicht 10 Hochzeiten im Jahr, vielleicht auch mal 15, wenn es gut war, vielleicht dann auch noch mal eine Taufe, da hat mich noch mal jemand gebucht. Und dann hatte ich auch noch eine Band für mehrere Auftritte, aber niemals hätte ich damit überleben können. Und wir leben im digitalen Zeitalter und heutzutage ist es so, wenn du was suchst, egal was es für eine Dienstleistung ist oder egal was es ist, du fragst Google und wenn du dort nicht vorhanden bist und nicht gut positioniert bist, nicht auf verschiedenen Kanälen, dann wird dich niemand finden und dann kannst du noch so gut sein, noch so studiert sein. Es ist einfach niemand da, der dich buchen könnte. Ja, absolut. Das heißt auch alle, die meisten Aufträge bekommst du über deine Webseite wahrscheinlich dann? Ganz viel bekomme ich über die Webseite. Auch dort ist es wieder so, auch durch Empfehlungen, durch diese vielen Jahre. Also ich singe wirklich schon sehr, sehr lange jetzt und man trifft Dienstleister, Fotografen, man ist in Locations, man hat andere, die einen halt auch empfehlen. Über Empfehlungen geht viel, aber das meiste über die Homepage und mittlerweile muss ich tatsächlich sagen, also Facebook ist auch immer wieder ganz gut angefragt und sogar Instagram. Also auch über Instagram kommen ab und an eine Anfrage rein. Das ist jetzt nicht die Masse, aber ich sehe, es funktioniert. Okay. Und auch da kommt immer mal wieder eine Anfrage rein. Und beim Thema Preisfindung, wie bist du da so von Anfang an vorgegangen? Hast du da vielleicht Tipps für junge Sängerinnen, die da einsteigen und sich fragen, ja, was nehme ich denn jetzt für eine Trauung? Ja, das war tatsächlich auch ein sehr, sehr langer Weg bis dahin, bis ich mich mal mit einem Preis irgendwie zurechtgefunden habe. Also ich habe den Hochzeitsgesang 2006 eigentlich so für mich entdeckt, da war ich dann nicht mehr bei meiner Band und dann bin ich dann selber als Hochzeitssängerin so eben tätig gewesen
Und diese Preise, die waren natürlich noch sehr human. Also mein Preis als Hochzeitssängerin waren 150 Euro damals. Die Lieder waren egal, aber dazu muss ich sagen, früher gab es noch kein Equipment. Ich hatte noch nicht diese Anlage dabei, die ich heute habe. Es gab früher keine Instrumentalversion, die man jetzt so kaufen kann. Oder ich hatte selten einen Pianist oder Gitarrist dabei. Früher habe ich über die Anlage der Kirche gesungen, wow, oder mit einem Soundblaster oder mit einem kleinen Kassettenrekorder. Und da waren halt dann so diese 150 Euro so pauschal. Und dann habe ich gemerkt, boah, nee, das ist irgendwie nicht so das Richtige, weil es kam immer mehr Aufwand, immer mehr Anfragen, immer mehr Wünsche. Ja. Ich habe gemerkt, dass es auch zeitlich ein wahnsinniger Aufwand ist. Also du musst dir diese Songs anhören, du musst sie dir einprägen, der Ablauf muss sicher sein, mit einem Playback muss das Timing stimmen, wo kriege ich die Playbacks hin, muss ich es einspielen lassen, muss ich es produzieren lassen. Es sind so viele Kostenfaktoren dazugekommen, dass ich gemerkt habe, dass ich mit 150 Euro, da zahle ich drauf, weil ich muss das ja auch versteuern. Ne? Ich muss es auch als Nebentätigkeit, als Kleinunternehmen, muss ich es eben auch versteuern. Und so habe ich dann für mich so eine kleine Kalkulation erstellt und war dann viele Jahre so bei 250 Euro. Und auch da wiederum sind die Ansprüche der Bräute, der Paare immer weiter gestiegen. Dann kam immer mehr Pianist dazu, Gitarrist. Und tatsächlich bin ich ganz wenig mit Playbacks nur noch unterwegs, sondern ich habe eigentlich fast immer einen Musiker dabei, wenn ich unterwegs bin. Und ja, im Zuge dessen habe ich mich auch mit mir beschäftigt und habe gesehen, wie viel Zeit und wie viel Liebe ich investiere und habe einfach für mich auch entdeckt, hey Rebecca, du bist dir selber nur 150 oder 250 Euro wert, aber du gibst so viel mehr wert. Du steckst so viel Liebe rein, dass du musst dir selber auch was wert sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig bei der Preisgestaltung, womit wir auch dabei den Selbstzweifel werden. Man denkt so, ah, ich habe noch keine Erfahrung und eigentlich, warum soll ich jetzt überhaupt Geld verlangen? Ich bin ja eigentlich froh, dass sie mich sowieso gebucht haben. Aber das ist gar nicht so. Du bist ja ein Mensch, du gibst ja einen Mehrwert. Mhm. Du teilst deine Emotionen, deine Gefühle, deine Seele in diesem Tag. Und ich glaube, dass man, wenn man vom Preis dann eben spricht, dann muss man auch von seinem Preis sprechen, was man sich selber wert ist. Und ja, und die letzten Jahre habe ich tatsächlich meinen Preis auf 400 Euro erhöht für die gesangliche Begleitung alleine mit Playback und mit Musiker sind es 650 Euro und damit gehe ich d'accord, da zahle ich nicht drauf. Deswegen bin ich trotzdem noch die gleiche liebe Rebecca oder habe diesen Mehrwert, aber ich bin mir eben auch etwas wert und ich kann das einfach nicht für 250 Euro anbieten, ja, weil ich ja auch jetzt selbstständig bin. Mhm. Und ich habe da, also das, damit gehe ich ganz offen um. Ja, finde ich auch toll, dass du da jetzt ganz offen drüber sprichst, auch Preise nennst, weil oft ist es dann immer so ein bisschen schwammig und was verlangt der, was verlangt die. Und deswegen ist es super, dass man da auch mal einen Anhaltspunkt hat. Also das heißt einfach, dass du auch junge Sängerinnen ermutigst, auch von Anfang an einen Preis zu finden, der ja, diesen Mehrwert für sich selber und für die anderen auch, der dem gerecht wird praktisch. Also nicht zu tief ansetzen, sagst du, weil es einfach wichtig ist, von Anfang an zu sagen, hey, ich bin es wert. Genau. Ja. Manche reden dann auch davon, wenn du dich zu günstig anbietest, du machst den Markt kaputt oder so. Ja, da will ich jetzt mal gar nicht drüber reden, weil es muss jeder für sich selber eben seinen Preis bestimmen. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass jemand, der 150 Euro kostet, weniger wert ist eigentlich oder auch schlechter oder besser ist. Der Preis sagt nichts unbedingt darüber aus, wie qualitativ du bist. Aber du bist auch qualitativ, weil du dich selber wertschätzt. Ja. Und ich glaube, das sollte man für sich bei der Preiskalkulation halt eben berücksichtigen. Okay. Und wenn jemand anfängt, finde ich es trotzdem, dass er ja die gleiche Arbeit macht wie ich, sich vorbereitet, auch das Equipment hat dementsprechend. Und deswegen sind 250 oder eigentlich 300 Euro roundabout für eine Trauung mit Playback definitiv gerechtfertigt. Ja. Weil man muss immer das auch sehen, das ist ja auch Kosten verursacht. Ich habe die Zeit, ich muss dorthin fahren, ich muss aufbauen, ich muss abbauen, ich muss mich vorbereiten und ich muss es eben beim Finanzamt abgeben. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir dieses Geld einstecken und jetzt sagen, ja, schön, 300 Euro ist gleich brutto netto. Das ist eben nicht so. Und natürlich, wenn man anfängt, ist man noch klein Gewerbler oder ist ja eher freiberuflich, aber genau, deswegen gibt es trotzdem diese Grenze halt eben, wo man keine Umsatzsteuer abführen muss, aber das heißt nicht, dass man die nicht versteuern muss. Und es muss sich ja auch rentieren. Genau. Sonst
das hat nichts mit weniger Liebe an dem, was man tut, zu tun, sondern einfach, ich glaube ganz einfach, es hat mit der eigenen Wertschätzung ganz viel zu tun. Und noch kurz abschließend dazu, du hast auch gemerkt, dass das bei den Paaren auch ankommt. Also du hast ja nach wie vor deine Aufträge. Hast du auch mehr Aufträge oder durch die Preissteigerung, die du jetzt gemacht hast in den letzten Jahren, hast du gemerkt, hey, jetzt bricht alles zusammen und ich habe keine Aufträge mehr, oder ging es doch? Also natürlich muss ich zugeben, dass die ein oder andere Absage mehr da ist durch diesen Preis, gebe ich ehrlich zu. Und da muss man einfach aber konstant bleiben, da muss man einfach durch, da muss man sich selber treu bleiben. Aber ich kann nicht sagen, dass es mich so sehr, also ich habe mich selbstständig gemacht, also muss es wohl dann doch genug, also es gibt genug Buchungen oder genug Paare, die sagen, nein, das ist es mir wert. Ja. Diesen Mehrwert oder das, was die Rebecca anbietet, dieses Paket, das ist genauso stimmig und das möchte ich gerne dafür ausgeben. Mhm. Das ist ja wie mit allem, was wir kaufen. Das muss es einem eben wert sein. Aber ganz klar, da bin ich sehr ehrlich, es gibt schon dann mehr Absagen. Oder wenn ich nochmal ins Gespräch komme oder auch nochmal frage, warum habt ihr mir jetzt abgesagt, weil es mich natürlich auch interessiert, ist es an der Stimme oder so, kommt eben oft der Preis und dann gehe ich wirklich in Kommunikation, erkläre das nochmal. Viele rechnen ja gar nicht damit. Also die Paare machen das zum ersten Mal, planen ihre Hochzeit oder ihr Event und haben da gar keinen Richtwert dafür. Was da dahinter steckt, ne? Genau, dahinter steckt. Super. Welche Tipps hast du für junge Sängerinnen, die jetzt sagen, hey, ich möchte auch auf Trauungen singen, ich möchte vielleicht sogar mich selbstständig machen mit der Musik? Was hast du da für Tipps? Also ganz klar, diese Tipps, die ich den Sängerinnen habe oder Menschen, die eben in dieses Business gehen möchten, dass sie sich gut vorbereiten, dass sie nicht blauäugig einfach auf die Menschheit losgehen, sondern dass sie sich Menschen holen wie Vocal Coaches, Menschen, die in diesem Bereich schon tätig sind. Und da bin ich total offen. Jeder, der eine Frage an mich hat, darf mich kontaktieren. Und es machen auch ganz viele Kolleginnen, ganz viele junge Kolleginnen, die sehen, dass ich in diesem Business einfach schon erfolgreich bin, die mich anschreiben und fragen, welche Anlage hast du, wie machst du das, woher bekommst du das Playback? Also ich glaube, man muss auch erstmal grundsätzlich aufschreiben, was gehört zu meinem Tätigkeitsfeld? Was möchte ich abdecken? Was benötige ich für meine Arbeit? Ich glaube, dass man erstmal ganz viel schriftlich fixieren muss. Und wenn man dann dieses Schriftliche eben aufs Blatt Papier gebracht hat und genau sieht, wo muss ich hin, was muss ich organisieren, damit ich in diesem Beruf eben Hand und Fuß fassen kann, dann ist es, das ist ein ganz, ganz großer Tipp. Und ich glaube, dass wenn man das liebt, was man tut, dann wird man da auch erfolgreich. Aber ich bin auch ganz klar dabei, dass man sich eben Hilfe holt, dass man Menschen eben anspricht, die schon erfolgreich sind. Und das ist wieder beim Thema Konkurrenz. Für mich, natürlich könnte ich auch sagen, nee, ich gebe dir keine Hilfe, weil du bist ja meine nächste Konkurrentin. Aber ich sehe das überhaupt nicht so. Ich finde das total wichtig. Und ich glaube, dass ich jedem den Tipp mit auf den Weg geben kann, Menschen, Sängerinnen, die euch sympathisch sind, einfach anzuschreiben und einfach zu fragen, hey, wie machst du das? Kannst du mir da helfen? Es gibt nichts Schöneres, wenn man Menschen auch helfen kann. Absolut, und es ist ganz egal, ob die jetzt in Stuttgart neben mir wohnt und Sängerin sein möchte oder nicht, oder egal woher. Und das ist, glaube ich, so der beste Mehrwert, den größten Tipp, den ich geben kann. Ich musste mir alles selber erarbeiten. Ich hätte gern jemanden gehabt, der mir irgendwie geholfen hat, den ich hätte fragen können in vielen Dingen. Ich hatte natürlich auch ein paar Weggefährten, ein paar Helferlein, die mir geholfen haben, mit meiner ersten Website schon vor 10 Jahren jetzt oder so, oder auch YouTube-Kanal. Ich wusste nicht, was ein YouTube-Kanal ist. Aber ich glaube, der größte Tipp ist wirklich, sich zu trauen, Menschen zu fragen, die erfolgreich sind. Wo kann man dich erreichen? Wo bist du zu sehen, zu hören? Wie auch immer, sag noch ein paar Adressen. Also, wo man mich im Internet genau, sehen kann. Genau. Also, man kann mich natürlich über meine Homepage erreichen. Das ist die www.rebecca-vocal.de. Oder über Facebook kann man mich erreichen, auch über Rebecca Vocal. Eigentlich findet man alle Wege, wie man mich erreichen kann, einfach über meine Homepage. Also, ja. Dort gibt es Button zu YouTube, Instagram, Soundcloud und Facebook. Okay, Rebecca, danke schön für das schöne Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Ja. Und danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.